Anime Tattoo Truck on the Road, heute aus der Hauptstadt, wie ihr sehen könnt. Wir sind auf der Tattoo Convention Berlin, der Jubiläums Convention, der 25. Berlin ist, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht, die älteste und erste Tattoo Convention Deutschlands. Und zum Jubiläum haben uns wir gedacht, wir zeigen euch einfach mal, was hier abgeht. Let's go! Mit dem Frank, dem Organisator der ganzen Convention, 25. Berliner Tattoo Convention, eigentlich ja. Ein Jubiläum, ne? wie ich schon oft erwähnt habe. Also. Und ihr seid die allerälteste Convention Deutschlands. Ne? Sind wir, ja. Mittlerweile sind wir in Europa eigentlich durchgängig die am längsten. Wir hatten vor uns mal Amsterdam und in Dunstable bei London und die haben ja alle abgebrochen und wir haben jetzt durchgezogen 25 Jahre. Und du bist vom Anfang an dabei? Na, ich hab's mir ausgedacht. Jetzt habe ich hier zwei wunderhübsche Damen. Einmal die Katja und die Jane. Die Jane. Und ihr seid Gast hier auf der Convention? Genau. Ja, ich war schon 2012 hier und ich bin total begeistert. Die ganzen Leute, also wie gesagt, ne, also Tattoos haben echt kein Alter. Also das muss ich wirklich dazu sagen. Also es ist definitiv geil, freakige Leute. Und das war es jetzt auch schon wieder von der 25. Berliner Tattoo Convention, der Jubiläums-Convention. Die haben hier richtig aufgefahren zum Jubiläum. Es gab über 300 verschiedene Aussteller und Tätowierer, ziemlich geile Tätowierer dabei. Die haben hier ein riesen Showprogramm aufgezogen. Auf der Bühne gab es Tattoo-Misswahlen, verschiedene Bands, die gespielt haben. Also richtig cool gemacht alles. Draußen der Außenbereich war wunderschön, direkt an der Spree gelegen, wo man auch mal chillen konnte. Jedem empfehle ich, der noch nicht auf der Berliner Tattoo Convention war, mal zur Nummer 26 vorbeizukommen. Mir hat das sehr gut gefallen. So, wir sind jetzt wieder draußen on the road mit dem Tattoo Truck und vielleicht auch bald bei euch. Peace.